So, ich hoffe, man versteht mich jetzt etwas besser. Hier ist wenigstens nicht mehr so windig. Ja, es gibt eben diese unterschiedlichen Meinungen über die Eucharistie. Die katholische Kirche ist von der Transsubstantiation überzeugt, also dass Jesus in der Hostie gegenwärtig ist. Ja, und das macht einfach den Unterschied. Es gibt Paare in der Kirche, da ist ein Partner evangelisch, ein Partner katholisch. Wenn sie dann zusammen in eine katholische Kirche gehen, dann möchte natürlich ein Partner auch diese Eucharistie entgegennehmen, was dann eben nicht möglich ist. Die Orthodoxen dürfen und die Evangelischen eben nicht. Und ja, davon hapert es etwas. Aber ja, da gibt es vielleicht auch etliche Diskussionen noch, bis es eine Kirche werden kann, bis wir eins sind, so wie Christus das gerne möchte. Ja, das würde ich mir wünschen. Und ja, es gibt eben viel Gutes, was die evangelische Kirche tut, und auch viel Gutes, was die katholische Kirche tut. Und wenn die Kirche eins wäre, das wäre eine ganz tolle Kraft und Energie, die diese Kirche hätte. Und auch, es wäre auch ein Zufluchtsort für viele. Und ja, Jesus gibt sich hin. Er ist gegenwärtig in der Kirche, in der Hostie da. Und er sagt, ja, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und er nährt uns mit seinem Leib. Wir werden eins in seinem Leib. Ja, und darum geht's. Und ja, ich wünsche uns, dass wir da einen Weg finden, wie wir eins werden können. Ja, das wäre sehr schön, wenn in jeder Kirche ein Tabernakel wäre, der die Hostie vorhanden wäre, in der Jesus gegenwärtig ist. Ja, vielleicht ist das auch keine Utopie, da braucht es auch vielleicht viel Gebet. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag heute. Lasst euch gut gehen und bis demnächst. Alles Liebe. Tschüss.